In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Rentenrate bei einer vorschüssigen Rente mithilfe des Endwerts berechnen kannst anhand eines Beispiels. Moin moin zusammen, heute wollen wir mal gemeinsam bei einer vorschüssigen Rente, eben wo wir alles zu Beginn immer zahlen oder eben gezahlt bekommen, mithilfe des Endwertes die Rente bzw. die Rate oder eben den Rentenbetrag, wie auch immer, ermitteln. Was eine Rente ist, habe ich ein Video dazu unten in der Beschreibung. Auch was der Unterschied zwischen vorschüssig und nachschüssig ist, auch unten in der Beschreibung. Und nun legen wir mal direkt los. Ich habe hier die Endwertformel schon mal spaßeshalber nach R umgestellt. Und wie ich das gemacht habe, auch das Video unten in der Beschreibung. Falls du das eben schon so gegeben hast, dann kann man es so direkt loslegen. Ansonsten musst du das natürlich erstmal umformen. Die Textaufgabe dazu, die zeige ich jetzt mal kurz auf dem Bildschirm. So. Ich hoffe, du hast es genossen. Ansonsten wollen wir jetzt direkt loslegen. Wir haben die Formel R. Das ist ja die Rente bzw. die Rate. Die berechne ich, indem ich Rn, also den Endwert, den Wert in der Zukunft, mal Bruchstrich Q, und Q ist als Zinsfaktor bezeichnet. Und den Zinsfaktor rechne ich, indem ich 1 plus i rechne. I habe ich gegeben, das sind 6%, also 0,06. Und so muss ich das einfach einsetzen. Ist im Endeffekt einfach nur eine schönere Schreibweise, weil dadurch spare ich ein bisschen Platz. Das Ganze minus 1 geteilt durch Q mal, Klammer auf, Q hoch n. Und n sind die Jahre. Also insgesamt ja auch die Anzahl der Ratenzahlungen. Also wie viele Jahre mache ich denn den ganzen Blödsinn? Und hier mache ich das Ganze 15 Jahre lang. Minus 1, Klammer zu. Es gibt in den Büchern auch ab und zu die Schreibweise oder auf der Formelsammlung. Und was mir auffällt, alles identisch, sieht genau aus wie die Zwillingsschwester, genauso scharf, aber da oben ist ein Unterschied. Und zwar ist hier ein i und hier ist ein q minus 1. Das kommt daher, weil q ist ja 1 plus i. Und wenn ich q minus 1 rechne, dann rechne ich ja diese 1 minus 1 wird zu 0 und da bleibt nur noch i übrig. Und darum gibt es diese Schreibweise. Beides, wie gesagt, macht Spaß, hat Lust drauf, aber du musst dich entscheiden, für welchen der beiden Schwestern du dich entscheidest. Gut, jetzt starten wir doch mal direkt los und rechnen los. Also R, die Ratenzahlung oder die Rate, die ich eben haben möchte, um diesen Betrag eben nach 15 Jahren zu erreichen bei 6% Zinsen, berechne ich, indem ich den Endwert, also die 197.380,22 mal, dann geht mein Bruchstrich auf, jetzt brauche ich mein Q, Q habe ich noch nicht, darum ermittle ich es schnell, Q ist gleich 1 plus i und i sind ja 6%, also als Dezimalzahl 0,06, also ist mein Zinsfaktor 1,06, passt. Und nun kann ich den direkt hier oben hinkleistern, 1,06 minus 1 und daher merkt ihr es, warum hier i steht. Weil wenn ich 1,06 minus 1 rechne, kommt 0,06 raus und darum hätte ich einfach gleich i einsetzen können. Geteilt durch q, also mein Zinsfaktor 1,06 mal, Klammer auf, q hoch n, also 1,06 hoch die Jahre, ich habe 15 Jahre das Geld angelegt, minus 1, Klammer zu. Und wenn ich das Ganze sauber ausrechne, komme ich im Taschenrechner gerundet auf 8.000 Euro. Diese 8.000 Euro muss ich zu Beginn eines jeden Jahres auf mein Konto einzahlen, damit ich nach 15 Jahren bei 6% Zinsen diese 197.380,22 € erreiche. Hier habe ich eine kleine Übungsaufgabe für dich, wo du eben, ne, das R habe ich dir schon angegeben, mit 500, 20 Jahre, 8% Zinsen, Endwert sind 24.711,46 €. Probier dich aus, macht hübsch, vertrau mir. Ansonsten, was ist noch zu beachten? Ja, kurz und knackig. Wenn du so eine Aufgabe bearbeitest, denk dran, unterscheide, bin ich bei vorschüssig oder nachschüssig. Okay, vorschüssig habe ich herausgefunden, bin ich. Ich möchte die Rente bzw. die Rate haben, eben diesen Cashflow. Und ich habe den Endwert gegeben. Gut, dann nehme ich meine Endwertformel, stelle sie um oder habe eben diese schon gegeben, nach R umgestellt, setze das sauber ein, ja, und habe Spaß. Gut.
falls du es jetzt verstanden hast, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.